Guten Morgen nochmal. Mit Lektion 250. Ich will mich nicht als begrenzt sehen. Und dieser Körper scheint eine Begrenzung zu sein. Dieser Traum scheint schon eine Begrenzung zu sein. Diese Welt, das bin ich aber gar nicht. Ich träume doch nur. Und dann bin ich auch noch der Held dieses Traums, so wie es heute im Textbuch heißt. Ich habe auch noch eine besondere Rolle. Irgendwann bekomme ich eine Auszeichnung dafür, für meine besondere Filmrolle. Tja, wenn ich doch nur verstehen würde, dass ich einer scheinbar kleinen Wahnidee erlegen bin. Und dass es die Zeit, wie ich sie hier wahrnehme, gar nicht gibt. Zeit und Raum und dieser Körper sind Illusionen. Und ich habe mich mächtig verstrickt in diesem Wahn, in dieser kleinen Wahnidee. Wie auch immer dies geschehen konnte. Ich muss mich irgendwann falsch entschieden haben. Wozu sonst dieses Leid? Wozu Krankheit, Leid und Tod? Es macht keinen Sinn. Und ich bin so dankbar, dass wir hier ein Mittel haben. Der Kurs in Wundern ist ein Mittel, um wirklich zu lernen, darüber hinaus zu schauen. Zu lernen und zu verlernen. Jeden Tag aufs Neue. Jeden Moment im Grunde aufs Neue. Und deshalb kann ich immer wieder nur Danke sagen. Danke, dass du mit mir gehst, weil wir uns brauchen. Ich will mich nicht als begrenzt sehen. Ich will ja auch dich nicht als begrenzt sehen. Ich will dich nicht mehr auf den Körper reduzieren und festnageln und dann auch noch Unterschiede machen. Den finde ich aber schön, den finde ich aber nicht schön. Und das tue ich permanent. Der ist mir sympathisch, der aber nicht. Von dem fühle ich mich bedroht. Und den liebe ich. Ich mache ständig Unterschiede. Ich begrenze ständig. Den einen lasse ich näher kommen, den anderen halte ich auf Abstand. Ich meine, ich halte beständig auf Abstand. Ich denke ja, ich bin getrennt als der Körper. Ich nehme mich ja als getrennt wahr. Aber durch diesen bunten Mix an dieser Vielfalt, darunter leiden wir, weil wir gar nicht mehr erkennen, dass wir im Grunde alle eins sind.
Und deshalb braucht es diese Geistesschwingung, dieses Erheben meines Geistes über all das, wo ich sehen kann, dass wir in diesem mächtigen Einssein alle eins sind und alle gleich sind. Und dass es da eben keine Unterschiede gibt. Wir alle gleichermaßen heilig sind. Wir alle das geliebte Kind des Vaters sind. Wir alle der eine Sohn sind. Wir alle berufen sind. Wir alle im Frieden ruhen. Ich will mich nicht als begrenzt sehen. Ich bin reiner Geist, unendlich weit, unendlich offen, grenzenlos. Erhebe dich, erhelle dich und du wirst es sehen. Du wirst dich in deiner Größe erblicken. Durch die heilige Sicht, die wir hier miteinander lernen. Lass mich heute Gottes Sohn erblicken und seine Herrlichkeit bezeugen. Lass mich jetzt Gottes Sohn erblicken. Und jetzt seine Herrlichkeit bezeugen. Mich berührt das mächtig. Weil ich immer wieder merke, wie ich mich schuldig fühle, dass ich diese kleine Wahnidee erzeugt habe. Dass ich dieser Blindheit getraut habe, dass ich mich habe von der Dunkelheit verführen lassen. Lass mich nicht versuchen, das heilige Licht in Gottes Sohn zu verschleiern. Genau, die Umkehrung. Ich will das heilige Licht in jedem sehen. Und es ist geschehen. Ich habe nur den Kopf gewendet. Im Grunde habe ich nur den Kopf gewendet. Meine Sicht verändert. Ich habe immer noch falsch geschaut. Und habe gar nicht bemerkt, dass alles da ist. Dass alles gut ist. So fasziniert war ich von diesem Film. So stark war der Reiz, wirklich meinen eigenen Weg zu gehen.
meinem Eigenwillen zu glauben. Und zu vergessen. Und dafür fühle ich mich schuldig. Und das nagt ganz schön an mir. Und mich dem wieder zu verfallen. Mich dem Schmerz oder dem Leid nicht weiter zur Verfügung zu stellen. Mich damit nicht in Versuchung zu führen, sondern beständig mich erinnern, dass ich Gottes geliebtes Kind bin und dass in Wahrheit nichts geschehen ist. Ich bleibe da dran. Ich bleibe da dran. Ich will die Lichterfahrung, weil ich weiß, dass das Licht da ist. Ich habe es ja im Grunde immer gesehen, nur wollte ich es nicht sehen, weil ich ihm nicht geglaubt habe. Lass mich nicht versuchen, das heilige Licht in Gottes Sohn zu verschleiern und seine Stärke gemindert und zu Gebrechlichkeit reduziert zu sehen. Wir sind so stark und mächtig. Unser Geist so stark und mächtig. Erhebe dich, komm in deine Größe und du wirst es sehen und erfahren. Und du wirst verstehen, dass du alles in der Hand hast. Dass du das Steuerrad in der Hand hast. Und jetzt zurückzutreten und bereit zu sein, das abzugeben. Ihm die Führung zu überlassen. Sich nicht mehr einmischen. Noch die Mängel in ihm wahrzunehmen, mit denen ich seine Souveränität angreifen möchte. Da ist kein Fehler. An dir, in dir ist kein Fehler. Ich kann dich gar nicht angreifen. An dir ist nichts falsch. Du bist genauso wie ich. Wir alle sind der eine heilige Sohn. Mächtig. Stark in Christus. Das ist die höhere Ebene. Der reine Geist. Und mir das immer wieder klar zu machen. Ich will mich mit Gott identifizieren, mit der höheren Ebene, mit seiner Liebe und seinem Frieden und nichts anderes. Er ist dein Sohn, mein Vater. Und heute und jetzt möchte ich seine Sanftheit sehen anstelle meiner Illusionen. Ja, das will ich. Ich will die Sanftheit sehen.
und all die Lieblichkeit, die damit einherkommt. Weil es ja auch meine eigene ist. Und da sitzt die Berührbarkeit. Und das geschehen zu lassen, weil das ist auch unsere Heilung. Darin ist ja auch das Vertrauen gegeben. Der Sohn ist, was ich bin, und so wie ich ihn sehe, sehe ich mich selbst. Zieh ihn in Heiligkeit und Herrlichkeit, so wie Gott dich schuf. Heute möchte ich wahrheitsgemäß sehen, damit ich mich an diesem Tag endlich mit ihm identifizieren möge. Ja, das will ich wahrheitsgemäß sehen, damit ich mich mit Gottes Sohn identifizieren möge. Das ist non-dual. Nur dieses eine. Da ist nur dieses eine. Der Vater mit dem Sohn, geführt durch den Heiligen Geist. Hier brauche ich noch die Führung, gerade weil ich mich so dermaßen verstrickt habe, in dieser Wahnidee. Und mich eben nicht mehr dafür schuldig zu fühlen. Das ist ja unser größtes Verlernen, dass ich mich so dermaßen geirrt habe. Und jetzt will ich wirklich zurücktreten und in ihm ruhen, mit dir gemeinsam. Und erkennen, dass dies nur ein Traum ist. Und nichts anderes. Und dass ich es auch gehen lassen kann, ohne Verlust. Sondern ich kann es umkehren, es wird sich umkehren. Und der Traum hier wird zu einem glücklichen Traum. Und das wollen wir ja geschehen lassen. Und es geschieht. Durch dieses wahrheitsgemäße Sehen und Hören. Das braucht es. Dieses ehrliche Hinschauen und Hinhören, authentisch sein. Und das haben wir alle nicht gelernt.
Keine. Wir haben uns alle früher oder später angepasst und irgendwie verlaufen. So getan, als ob, Gefühle vergraben und so weiter. Wir kennen das alle. Wir haben eben versucht, uns hier in diesen Traum anzupassen, in dieses scheinbare System. Und daran ist ja auch nichts Schlimmes. Aber ich denke, es ist schlimm. Weil ich mich selbst vergessen habe. Mich als der Sohn Gottes. Weil ich die ganze Zeit immer nur auf dieser niederen Ebene unterwegs war. Nicht wirklich diese geistige Anbindung hatte. Ich hatte ja nie wirklich eine, ich hatte ja nie wirklich eine sichere Basis. Ich klage nicht an, lieber Bruder, sondern ich spreche mit Deutlichkeit. Es geht darum, dahin zu schauen. Wir sind ja geliebt. Es ist keine Bedrohung da drin. Ich, genau das will ich ja mit Liebe anschauen. Ich gebe nur das wieder, was mir hier gesagt wird. Und was ich selbst in diesem Moment in mir erkenne. Es muss keiner hier sein, um sich das anzuhören. Und ich bin im Ende immer nur da, um mich an den Vater zu erinnern. Und das tun wir ja. Also nichts ist bedroht. Ich muss mich von nichts mehr bedrohen lassen. Von keinem Kläger, von keinem Opfer. Von keinem Ankläger, von keinem Täter. Nichts mehr. Ich möchte wahrheitsgemäß sehen. Und dann möchte ich mir auch nicht mehr selber in die Tasche lügen. Und schon gar nicht mehr die Verdrängung, in die Verdrängung gehen. Also, und wenn du mir folgst und mit dem Kurs in Wundern, weißt du genau, wo ich stehe. Und du kennst mein Wohlwollen und meine starke Anhaftung an die Erinnerung. Es ist nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen. Es muss alles angenommen werden, damit ich den Frieden finde, damit ich mich läutere. Damit ich lerne, alles zu lieben. Alles. Auch die größte Kacke. Dass mich da nichts mehr bedrohen kann. Damit ich letzten Endes darüber lachen kann. Die Welt wird im Lachen enden. Der Sohn hat vergessen zu lachen und hat diesen Fehler so ernst genommen, so aufgebauscht,
dass ich es so sehe, wie ich es jetzt sehe. Ich habe ja alles darauf aufgebaut, auf dieser Wahnidee. Und das ist nur ein Witz. Lies das Textbuch. Peter, Kapitel 27, Nummer 8. Der Held des Traums. Wir können lernen, darüber zu lachen. Es wegzulachen, all die Illusionen. Aber ich muss ja erstmal erkennen, woran ich da so hafte. Vieles wird von alleine gehen, bemerke ich. Aber manches ist so verdrängt. Und ich will dann nur Vertrauen reingeben. Und einfach nur still sein. Ich will mich nicht als begrenzt sehen. Das Lächeln und unser Lachen wird unsere Grenzen sprengen. Und das Lächeln ruht schon sanft auf unserem Antlitz. Schau auf den Sohn Gottes. Schau mit Gott. Und du siehst, dass da überhaupt keine Bedrohung irgendwo ist. Auch wenn ich in dunkle Worte gesprochen habe. Das Textbuch ist sehr dunkel. Es soll uns nicht bedrohen. Es ist nur ein Film. Mein lieber Bruder, wir sehen uns nachher wieder. 13 Uhr bin ich wieder da. Danke, 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 danke. Geht hin in Frieden. Ja.
die Könige und Königinnen winken. Bye bye. Ciao.